herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es an Marius Motor weiter. Der hat nämlich gefühlt die letzten zwei Wochen jede Nacht durchgeschraubt, damit das Ding immer fertig wird. Der große Plan war eigentlich mit dem Fahrzeug dieses Jahr nochmal ein Event zu fahren. Das ist leider nicht ausgegangen. Vielleicht kommt ja noch ein Event. Liegt aber einfach daran, dass ursprünglich war ja mal geplant, nur den Motor zu revidieren. Ne? Mhm. Und jetzt ist eigentlich an dem ganzen Auto nichts mehr wie vorher. Außer der Lack. Ja, ja. Schon viel anders. Und genau deswegen müssen wir jetzt mal wieder nochmal ein kleines Video zwischenschieben. Und zwar gibt es selbst so viele Sachen an dem Motor zu zeigen, dass wir euch jetzt einmal nochmal auf den aktuellen Stand der Technik bringen, weil nachher dieser Motor dann da rein soll. Ja. Das heißt, es steht die große Hochzeit bevor und deswegen gucken wir uns jetzt die ganze Technik nochmal einmal an. So, wo fangen wir an? Pass auf, wir fangen mal hier an. Hier hat uns der liebe nette Robert einen schönen gefrästen Halter für den Ölfilter geschickt. Vorteil ist? Gefiltertes Öl für den Turbolader. Mhm. Also der Ölkreislauf hier drin ist wohl geändert. In der Serie wurde mir gesagt, ist es nicht gefiltert. Bin ich vorsichtig mit, aber so ist es angeblich. Original ist auch so eine Filterpatrone, ne? Genau. Jetzt hat er halt so einen Halter gefräst. Der Filter kommt, ist ein Kaufteil und ja, man hat verschiedene Gewindemöglichkeiten, sei es jetzt originale Öldruckschalter oder Sensoren, Ölzulauf, Turbolader, wie auch immer. Ne? Okay, sieht auf jeden Fall geil aus, müssen allerdings auch Sensoren rein. Ne? Ja. Ein paar. Temperatur, Öldruck und so weiter. Ne? Ja. So, dann gucken wir auf der Seite hier weiter. Hier nochmal einmal zu sehen von Ben die neue Ansaugbrücke. Unterschied zu der alten ist, dass Ben die Unterteile gießen lassen hat und jetzt auch das Unterteil größer ist. Genau. Bei der alten Brücke war das Unterteil quasi die Original-Ansaugbrücke. Jetzt ist es ein neues Gießteil in größer. Ja. So, Fluiddamper hat es letztes Jahr auch noch nicht. Nee, Schwingungsdämpfer. War original. Für ein bisschen mehr Drehzahl. So, jetzt kommt der schöne Teil hier. Und zwar, wir haben nämlich... Eine Sache hast du noch vergessen da vorne. Ah, ja, da kommen wir später drauf. Okay. Auch so eine Sache, wo man vorher nie im Leben dran gedacht hat, das alles umzubauen. Jetzt der schöne Teil, hast du wunderschön gewickelt hier. Wir haben nämlich im Sortiment ein neues Hitzeschutzband. Das bisher war ja meine Empfehlung immer dieses grün-bräunliche Titanband. Und dieses haben wir jetzt auch endlich in schwarz. Das heißt, jetzt kann man endlich einen Krümmer schwarz wickeln. Ich hoffe, es bleibt schwarz. Ich auch. Weil die Arbeit war kacke. Aber das müssen wir erstmal testen. Ja. So, wir machen das heute hier richtig im Schnelldurchlauf, weil ich weiß nämlich, es kommt nämlich noch so viel Zeugs jetzt gleich. Das wird nämlich noch ein bisschen dauern, weil sich dann wirklich doch so viel geändert hat, ne? Wenn man sich so überlegt gegenüber vorher. Auf jeden Fall, Krümmer haben wir ja schon drüber gesprochen, ist jetzt schön eingepackt in unser schönes Titanband. Dann hat Marius wunderschön jegliche Leitung für Wastegate und so weiter aus unseren schönen Teflonleitungen gebaut. Mhm. Dann geht es auf der Agenda weiter mit haufenweisen Temperatursensoren. Es wird in jedem Zylinder später die Temperatur gemessen. Ist einfach die beste und schönste Möglichkeit, A, es wirklich ans Maximum abzustimmen und B, später mal, wenn das Auto Aussetzer hat oder ähnliches, gleich zu erkennen, welcher Zylinder Probleme macht, falls ein Einspritzventil verstopft ist, keinen schönen Spritz mehr hat und so weiter. Ne? Genau. Deswegen jetzt auf jedem Zylinder eine Temperatursonde. Und hier haben wir noch so eine schöne Leitung lang gebogen. Hier messen wir den Druck im Krümmer, um einfach den Jungs von TTE ein bisschen Daten zum Turbolader liefern zu können. Messen wir jetzt nochmal den Druck im Krümmer. Der sollte niemals ungefähr 1,5 bar über dem Ladedruck sein. Mhm. Aber schon mal krass, Druck im Krümmer ist höher als in der Ansaugbrücke. Gibt auch Motoren, da ist es nicht so. Da ist dann einfach der Turbolader groß genug. Ja. So, aber alles über 1,5 bar über Ladedruck wird dann auf jeden Fall kritisch. Dann ist Turbolader definitiv am Ende. Wir gucken mal. So, dann seht ihr hier Einzelzündspulen. Eine. Diese sind vom Passat W8, weil Passat W8 hat nämlich einen abgewinkelten Stecker. Die vom R32 würden gerade nach oben rausgucken. Sieht so schöner aus und ist irgendwie platztechnisch auch besser. Ne? Ja. So. Jetzt kommt unsere schöne Aluminium-Downpipe. Die kannst du mir bitte mal einmal rüber reichen. So. Genau. Bei dieser Pipe gab es ja etliche Diskussionen, gibt's immer noch. Ob die das Alu hält oder nicht hält. Uns hat daraufhin eine Firma kontaktiert
Und zwar, das ist die Firma, ich muss das mal ablesen, PBN Coatings aus Hamburg. Ich arbeite mit der Firma eigentlich schon recht lange zusammen, weil die haben mir bei der Limo früher auch immer Krümmer beschichtet, Kolbenboden beschichtet und so weiter. Und diese Firma hat uns jetzt die Downpipe von innen nochmal einmal Keramik beschichtet. Diese Beschichtung nennt sich Kerakote V136 Piston Coat. Das heißt, das ist die gleiche Beschichtung, wie ich bei der Limo zum Beispiel oben auf dem Kolbenboden habe. Mhm. Diese ist beständig gegen jegliche Chemikalien und ist beständig bis 950 Grad. Wir gucken mal. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser macht. Das heißt, diese Beschichtung soll jetzt dafür sorgen, dass der Abgasstrom, der da schnell durchgeht, gar nicht die Möglichkeit hat, die Temperatur in das Aluohr abzugeben, sondern einfach nach Möglichkeit, ähnlich wie einen Spiegel, abstrahlt und es einfach unten auf den Boden rausgeht. Ja. Für mich ist es rein ein Versuch, aber ein großer Reiz, weil diese Downpipe wirklich spielend leicht ist. Ja, ja. Und wenn das halten sollte, wäre das gewichtsmäßig halt. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Vielen Dank. An die Firma PBN. Mhm. Wir werden berichten, ob es was gebracht hat. Aber ich bin auch der Meinung, es wird auf jeden Fall was bringen. Ich kenne das noch aus meinen Zeiten. Ich habe damals immer die Edelstahlkrümmer beschichtet, damit die nicht reißen. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Mhm. Und diese Beschichtung ist tatsächlich auf meinem Kolbenboden, selbst nach ein paar tausend Kilometern, immer noch oben drauf. Gucken wir mal. Also, hast du den Prüfstand überlegt? Wenn unter euch einer seine Downpipe aus Aluminium auch beschichten will, ich blende hier nochmal kurz die Adresse ein, dann da einfach kontaktieren. Ja. So wie dazu, wo machen wir weiter? Thema hier, also dieser ganz unauffällige Teil hier mit der Entlüftung. Marius wollte unbedingt ein Dash 20 Entlüftung im LT-Deckel für die Kohlenwasserentlüftung. Prinzipiell ist das auch gut, weil man sagt bei der Entlüftung immer, je größer die Entlüftung, je schwieriger ist es, dass der Motor Öl rausspuckt. Mhm. So, da hat mir mal einer das relativ gut erklärt. Der meinte, mach mal den Mund auf und probier dann mal zu spucken. Funktioniert nicht so einfach, musst du eher Mund zusammen machen. Deswegen Entlüftung immer maximal groß, dann wird nämlich auch nicht so viel Öl überhaupt erst mit raustransportiert. Mhm. Und deswegen musste hier jetzt dieser Sensor musst du mal losschrauben. Deswegen hat Marius jetzt hier diese dezenten Dash 20 Leitung angeschraubt. Hier war übrigens noch einen Drucksensor vergessen, ne? Ah, genau, ja, da sitzt noch einer. Wasserdruck, das heißt, falls sich zum Beispiel die Kopfdichtung mal verabschiedet, beziehungsweise der Zylinderkopf sich anhebt, dann würde natürlich der komplette Verbrennungsdruck in den Wasserkanal gehen und dann könnten wir genau hier einen Druck messen. Vielleicht. Hoffentlich. So. Ich halte das mal so rum, weil ich weiß, wie es aussieht. Hier seht ihr die beiden fetten Dash 20 Abgänge. Das wäre so jetzt natürlich auch nicht optimal, weil jetzt natürlich das Öl wirklich 1:1 dort rausspritzen könnte, weil man darf nicht vergessen, bei 8000 Umdrehungen ist hier drin natürlich ganz gut was los. Deswegen hat Marius gerade noch so ein paar Bleche gemacht. Genau. Hoffentlich. Die kommen da jetzt noch vor, dass man keinen direkten Spritzschutz, also keine direkte Spritzmöglichkeit hat. Mhm. So, das heißt, genau. Eins kommt da unten rein. Nummer 1 kommt so rein. Ein bisschen abfallen. Und Nummer 2, einmal drehen. Andere. Nee, nochmal drehen. Nochmal drehen? So. So. Das andere kommt mit ein paar Distanzhülsen so noch dazwischen, dass man so richtige, einen Labyrinth hat, wo die Luft mit dem Öl erstmal durch muss. Mhm. Normalerweise würde sich das Öl durch die Fliehkraft in dem Moment an den Blechen absetzen und tropft einfach wieder ab. Wir gucken mal. So, also mehr in Sachen Entlüftung geht nicht. Natürlich gehen die beiden Schläuche nicht ins Freie, sondern ins Radhaus unten kommt noch ein kleiner Behälter, falls doch mal was rauskommt, es nicht auf deinen Vorderrädern landet. Meine Erfahrung war leider auch, wenn da was rauskommt, war meist kaputt. Nicht nur deine. Also der Motor drückt eigentlich selten im normalen Hallenbetrieb Öl. Zumindest meine Erfahrung im Bereich von 2 Bar. So, eine coole Sache, können wir euch auch noch kurz zeigen. Wastegate. Viele kennen es nur, dass man nur die Unterkammer mit Druck beaufschlägt und somit das Wastegate aufzieht. Wir werden das Ganze nochmal ein bisschen anders ansteuern. Das heißt, wir werden für den Fall der Fälle auch auf die Oberseite noch den Ladedruck geben. Das heißt, angenommen, diese Feder in dem Wastegate ist zu weich, dann können wir künstlich oben nochmal den Ladedruck drauf geben und der Ladedruck würde in dem Fall die Feder nochmal wieder unterstützen und wir kommen auf deine 3 Bar plus. Zuhalten. Gucken wir mal. Ja, so. Sonst noch irgendwas zu erzählen? Nö, den Kettendeckel kennen wir auch. Ja, genau, hier. Coole Sache auf jeden Fall. Auch von dem gleichen Herrn Robert wie der Ölfilterflansch. Der fräst den Originaldeckel auf und macht eine Platte rein.
ist dafür gedacht, hier hinter sind die Kettenräder zum Einstellen der Nockenwellen. Und diese kann man natürlich so sonderlich schlecht einstellen. Hier kann man jetzt einfach den Deckel abnehmen und kann zum Nockenwellen einmessen, direkt die Kettenräder einfach einstellen. Ja, hat es auf jeden Fall viel leichter gemacht. Kettenräder von Ben, Don Octan, so wie der halbe Motor. Kann man auch nichts falsch machen. So. Ja, wunderschönes Getriebe. Sieht aus wie neu. Das hat zum Glück alles funktioniert. Letzter Punkt, den ich hier gerade noch sehe. Vorletzter Punkt. Vorvorletzter Punkt. Schwungrad. Deine grandiose, was war das für ein F1 Racing. F1 Racing Kupplung ist ja aktuell bei uns im Golf 3, im Wolf drin. Ne? Macht ja auch einen Top-Job da bisher. Ja, unglaublich. Hier wird es natürlich ein bisschen ernster. Deswegen Schwungrad von Ben, Don Octan. Und dazu kommt natürlich, wie immer, wie aus einigen Videos schon bekannt, eine Sachskupplung dazu. Heißt RCS 200, zwei Scheiben Sintermetallkupplung. In dem Fall ist allerdings das Schwierige, das ist keine übliche, normale RCS 200, sondern in dem 02A-Getriebe ist nicht viel Platz in der Tiefe. Mhm. Deswegen gibt es diesen flachen Korb, der ist flacher als die Körbe, wie ich zum Beispiel eine Limo habe. Und leider funktioniert eine Zweischeibenkupplung für diesen Motor nur in so ganz dünn. Mhm. Das heißt, hier ist kaum Materialstärke drauf, aber immerhin ist es eine Zweischeibenkupplung, kann, glaube ich, 1200 Newtonmeter oder so. Also das müsste für Frontantrieb eigentlich auf jeden Fall reichen. Die werden wir nicht erreichen. Das sollte das reichen. Ist schön leicht. Ich denke, das ist auf jeden Fall geil. Ja, von Björn gewuchtet. Ja. Genau, Björn hatte das Ganze zusammen. Ja schon komplett mit Welle zusammen gewuchtet. Ja. Da finde ich. Wobei die ab Werk auch schon gewuchtet sind. Also okay. Es kann sein, dass manche Bohrungen davon original sind und manche von Björn, weil die sind ab Werk auch schon gewuchtet, mhm, werden dann zusätzlich nochmal, hat Björn nochmal zusätzlich gewuchtet. So, was haben wir noch? Hier, Spezial. Ölpumpe. Normalerweise ist diese Pumpe hier an der Stelle mit einem kleinen reingeschlagenen Blech Stopfen, verschlossen. Dieses ist das Überdruckventil, was eigentlich den kompletten Öldruck regelt. Das heißt, das sitzt hier so drin. Und wenn hier in der Pumpe am Ausgang irgendwann Druck X erreicht ist, wandert dieser Kolben nach hinten und das komplette Öl geht wieder zurück in die Ansaugung. So. Nun wollen wir natürlich nicht den Serienöldruck fahren. Mhm. Wie hoch ist der ungefähr? Unter Volllast bin ich immer so, weiß ich nicht, zwischen 5 und 6 Bar gefahren, glaube ich. 5 und 6 Bar, okay. Das ist tendenziell schon viel. Lag also aber darauf an, wie kalt oder warm das Öl ist. Genau, lag wahrscheinlich auch viel daran, dass du immer eiskaltes Öl hatte auf den Events. Ne? 20-460. Genau, das kann dann natürlich, wenn es mal wärmer ist, auch weniger werden. Deswegen haben wir das jetzt aufgemacht. Hier sitzt jetzt eine schöne Verschlussschraube drin. Und entweder über die Länge der Verschlussschraube können wir die Feder jetzt einfach weiter vorspannen oder wir müssen halt einfach noch ein paar Plättchen reinlegen, mhm, und können so jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auf 10 Bar Öldruck den Öldruck immer weiter erhöhen. Naja, 10 Bar nicht, aber Nein. Ich sag mal, für so einen Motor mit der hohen Drehzahl ist es schon schön, wie bei mir bei der Limo, dass du schon so konstant 6,5 bis 7 Bar fährst. Ne? Das war bis jetzt dann warm definitiv nicht. Genau, dein Motor muss dann auch noch ein guter gewesen sein. Ich weiß, beim Golf 3 haben wir eine Serienpumpe, so wie sie ist, eingebaut und der macht eher so 4,5 Bar. Mhm. Also da muss man definitiv ein bisschen nachlegen. Höherer Öldruck ist einfach dafür notwendig. Man darf immer nicht vergessen, je mehr Leistung, je mehr Druck ist auf dem Kolben nach unten. Das heißt, je eher drückt sich das Pleuellager einfach mal auf die Welle. Und sollte das passieren, ist Lager sofort kaputt. Mhm. Da reicht einmal ganz kurz, dass es dann ein schleichender Defekt wird. Deswegen lieber zu viel Öldruck, weil zu wenig. Ist auch nicht richtig, habe ich mit Björn ganz lange darüber diskutiert. Zu viel Öldruck kann auch schädlich sein. Mhm. Dann gibt es so Risse im Pleuellager. Hatten wir nämlich bei Limo auch schon mal, weil, muss ich leider mal sagen, dass Björn was verkackt hat. Der hat bei der Limo das Ventil einfach mal falsch rum eingebaut. Somit hat da rein gar nichts mehr geregelt und ich habe kalt den Motor angemacht und habe ganz kurz 12, 13, 14 Bar gehabt. Oh, okay. Ist zum Glück nichts geplatzt oder ähnliches, aber wir haben es danach auf den Lagerschalen gesehen, dass da ganz kleine Risse quer drin waren. Aber ist noch schon so ein Kandidat, wo man Ölkühler platzen könnte? Oder? Genau, zum Beispiel. Der hat zum Glück überlebt. Ja, cool. So viel zur Technik. So, eigentlich hatten wir ja vor, nicht so viel umzubauen. Jetzt ging es leider im Motorraum auch noch weiter. Weil leider Marius diese ganzen Ideen immer direkt sofort umsetzt. Im letzten Video saß hier noch ein ABS. Das sitzt jetzt woanders. Im Lager. Da war noch ein ABS drin. Warum hast du das ausgebaut? Einfach, es war schon nicht mehr aktiv. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe es schon nicht mehr aktiv gefahren. Und es waren einfach 2,75 Kilo, glaube ich. Und da es eh nicht mehr aktiv war, warum soll ich 2,7 Kilo spazieren fahren? Das waren günstige Kilos.
habe ich es jetzt einfach zurückgebaut auf einen 22er Hauptbremszylinder. Hinten werden noch Druckminderer für die Hinterachse reinkommen. Und es ist platzsparender, ich habe ein bisschen mehr Platz zur Downpipe. Eigentlich waren es so drei positive Nebenaspekte und kein negativer. Genau. Weil ich weiß auch noch, wie eng das hier mit dem Behälter und so zur Downpipe war. Ne? Also ich denke auch, das kann man so auf jeden Fall durchgehen lassen. Eingebaut hat es damals eh nur wegen TÜV und Eintragung vom Vorsitz. Genau, ich bin ihn als Sauger auf Vierer Straße noch gefahren. So, das war damals Pflicht. Jetzt kommt noch der letzte Punkt, wo ich am meisten neidisch bin. Mich nervt es jedes Mal, wenn ich den Limo-Motor ausbauen muss, dass ich die Servolenkung öffnen muss, wegen der Servopumpe, die unten hängt. Somit wollte ich in den Lambo seit eh und je direkt eine elektrische Servopumpe einbauen. Mhm. Und das hat Marius auch sofort wieder umgesetzt. Und hier sitzt jetzt diese wunderschöne Opel Astra G. Endlich ein Opel-Teil. Servopumpe, die wirklich keinen Kreislauf mehr hat. Mhm. Das heißt, es ist wirklich nur Pumpe. Jetzt haben wir hier wieder unsere schönen PTFE-Leitung, die selbst für die Servolenkung geeignet sind, weil die, wie gesagt, bis zu 200 Bar können. Auf alle Servolenkungen sind meistens so, ich glaube, so 50 bis 80 Bar. Mhm. Damit gehst du jetzt direkt einfach nur ins Lenkgetriebe, vom Lenkgetriebe wieder zurück in den Behälter. Fertig. Genau. Also ich bin eigentlich auch optimistisch, dass das so funktioniert. Ich habe die Originalleitung gekürzt, einen Dash-Anschluss draufgelötet. Diese Pumpe ist coolerweise selbststeuernd. Das heißt, theoretisch braucht die nur Plus, Minus und einen Schaltplus. Genau. Und die erkennt automatisch intern über Druckabfall, glaube ich. Wenn man lenkt. Genau, wenn man lenkt, dass sie dann wieder anspringt und die regelt sich auch selber. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich es auch als Beispiel am Start aus oder so und fahre dann ohne. Ich muss mal gucken, wie sich dann so anfühlt. Was ich auf jeden Fall richtig cool finde, jeder kennt es, immer diese scheiß Autos, die immer kaputt sind. Sorry für den Kraftausdruck. Sobald Motor aus, geht Servolenkung nicht. Mhm. Und jeder, der schon mal so ein RS4 geschoben hat, ohne Servolenkung und dann noch vielleicht mit Slicks mit vorne zwei drauf. Sperren. Wenn du dann nur ein ganz bisschen kurbeln musst, wirst du bescheuert. Ja. Hier könntest du dir auch einfach einen Schalter legen, den du dann in dem Moment umklackst. So und dann kannst du die ganze Zeit auch ausgebaut. Also ja, auch wenn ich mal alleine auf dem Trailer oder so, dann ist es halt schön einfach. Ne? Klar, die Batterie wird dann überschaubar schnell leer sein, aber so kurz wird das funktionieren, denke ich. So, und dann natürlich, wenn du eh schon mal dabei warst, Leitung zu bauen, hast du dir gleich überlegt, das Ganze können wir für die Kupplung ja auch noch nutzen. Ja, mich hat das gereizt. Wenn man da irgendwie so zu später Stunde mit Dash unterwegs ist, dann reizt einen das irgendwie, gerade weil ja relativ alte, viele Teile noch so drin hängen. Ja, ja. Ja, so. Kurzes, schnelles Video. Ihr seht, hier wird fleißig geschraubt. Man darf nicht vergessen, wann hast du mit dem Umbau jetzt angefangen? Wann haben wir das Auto zu Benni gebracht? Wir haben neulich mal geguckt nach dem Wörthersee irgendwann, ne? Ende Mai? Ich meine, das Auto ist zu Benni gegangen Anfang Juni sogar erst. So. So, ja. Das heißt, wir sind jetzt 3 Monate später mit Krümmerbau und alles bauen. Da hast du wirklich Vollgas gegeben. Ja, mehr geht leider privat nicht. So, jetzt ist leider Winter, aber, also noch nicht Winter, aber egal. Es gibt auf jeden Fall noch einen schönen Dino Day, wo wir versuchen teilzunehmen. Ja. Und mal gucken, vielleicht finden wir den einen oder anderen Flugplatz noch, wo man ein bisschen testen kann. Genau, jetzt wird heute Abend erstmal geheiratet. Und Motor rein. Und ja, so viel dazu. Ich würde sagen, so viel zum Thema VR6 Technik. Viel Original ist nicht mehr. Wenn wir jetzt noch weiter ins Detail drauf eingehen würden, würden wir noch eine halbe Stunde hier stehen. Ja, das können wir mal machen, wenn wir den Motor vielleicht wieder zerlegen oder sowas. Aber die gröbsten Sachen haben wir euch erstmal gezeigt. Jetzt kommt Kupplung dran, Getriebe dran und so weiter. Und dann kommt der Motor rein, ne? Ja, so ist der Plan. Ciao. So, kleine Planänderung. Wir bauen den Motor doch noch nicht ein, weil dieses Kraftpaket ist so geil geworden. Marius hat die Idee, wir müssen euch das Ding unbedingt morgen bei uns im Ladenverkauf präsentieren. Denkt dran, morgen, erster Freitag im Monat, Fast Friday, bei Alus ab 18 Uhr bis 24 Uhr wieder geöffnet. Und ihr könnt euch genau diesen Motor alle nochmal angucken. Bis morgen.